Ich bitte jetzt das Dreigestirn oder noch amtierende Dreigestirn bitte auf die Bühne. Nathalie, wo bist du mit deinen Prinzesschen? Da kommt sie. Oh, sie hat schon Tränen in den Augen. Sehen Sie das? Und natürlich deine beiden Prinzessinnen, die Laura. Und eine fehlt, Sophie, ist in Südamerika, aber sie hat vorhin mich angerufen, hat gesagt, ich soll Ihnen ganz, ganz liebe Grüße aus Südamerika sagen. Sie wäre gerne heute hier gewesen, aber da ist es auch ganz schön. Sie ist vor der Krone. Ich darf schon mal ein bisschen was vorwegnehmen, meine Damen und Herren. Nathalie wird Deutschland in Ecuador vertreten bei der Miss World-Wahl. Und das Ganze ab Montag wird sie in Ecuador sein. Die scheidende Vizekönigin wird vielleicht im nächsten Jahr hier bei uns stehen und hat die Weltkrone an. Das wird uns ganz schön viel Spaß machen, Nathalie. Riesenapplaus und wir wünschen dir alles, alles Gute und ganz, ganz viel Glück. Zur Krönung der neuen Merziger Vizekönigin Laura. Und damit, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Merzig hat eine neue Vizekönigin für die Saison 2019-2020, Laura die Zweite! Hast du richtig rum, das ist immer wichtig. Wolfgang, ihr müsst euch einmal, schau mal, die ganzen Fotografen, du musst nicht nur deinen Rücken zeigen, immer das Gesicht. Der Rolf Ruppenthal schimpft auch immer mit mir, wenn ich mich rumdrehe auf der Bühne. Manchmal geht's nicht anders, aber ist so. Ladies and Gentlemen, einen Riesenapplaus für Vizekönigin Laura die Zweite mit ihren beiden Prinzessinnen Diana und Selina. So, jetzt weiß ich, jetzt hat einer ein bisschen Bammel für das, was kommt, denn das ist die Antrittsrede. Ja, herzlich willkommen auf dem Markt der Köstlichkeiten. Ein großes Ereignis steht uns bevor. Heute in genau 2 Wochen feiern wir gemeinsam ein Jubiläum. 50 Jahre Merziger Vizfest. Das heißt, 50 Jahre voller Emotionen. 50 Jahre Gemeinschaft. 50 Jahre voller Engagement. 50 Jahre Freundschaft. Und 50 Jahre jährliches Wiedersehen. Freuen wir uns auf die nächsten 50 Jahre Tradition. Machen wir unser 50. Vizfest zu einem besonderen Ereignis für uns alle. Ich bin sehr dankbar, Ihre Jubiläums-Vizkönigin sein zu dürfen. Besonders freut es mich, dass ich mit Jana und Selina 2 Prinzessinnen an meiner Seite habe, die genau wie ich den Apfel mitten im Herzen tragen. Freuen wir uns gemeinsam auf ein besonderes Vizfest 2019. Machen wir es für uns alle zu einem unvergesslichen Tag. Vizen wir gemeinsam. Ihre Vizkönigin Laura die Zweite. Ein zufriedener und strahlender Bürgermeister. Die Sonne strahlt natürlich heute auch. Merzig ist mittlerweile der Mittelpunkt fast vom Saarland. Es wird ja hier so viel gefeiert. Heute auch ein toller Tag bei Eröffnung dieses Festes. Ja, heute ein toller Tag hier in der Kreisstadt Merzig. Ein toller Markt der Köstlichkeiten, den wir hier verbringen konnten, immer noch verbringen werden bis heute Abend. Und viele Stände, die dazu einladen, dass man sich kulinarisch verwöhnen lassen kann. Von daher ein toller Tag und viele Menschen, die heute nach Merzig gekommen sind. Und ist ja auch parallel noch sehr, sehr viel Musik drin. Und demnächst auch das Oktoberfest. Also Merzig, muss man sagen, ist so ein bisschen fast die Nummer 1 im Saarland, was Feste betrifft, zumindest punktuell jetzt. In der Tat, so gerade im Herbst, dann können wir hier einiges vorweisen. Wir haben uns da in den letzten Jahren sehr, sehr stark entwickelt. Heute in einer Woche, am kommenden Freitag, fängt das Merziger Oktoberfest an. In 2 Wochen, Anfang Oktober, das Vizfest und da viele Veranstaltungen, die wir stattfinden lassen. Der Mondscheinmarkt und jetzt zum ersten Mal das Zeltfestival. Dann ist das ja auch was Besonderes, eine Vizkönigin zu haben. Ich glaube, die Stadt Merzig hat immer wieder hinten dran gestanden, hat gesagt, wir brauchen eine Galionsfigur, die unsere Region und auch das Hauptprodukt hier vertritt. Das läuft ja hervorragend.
Das läuft hervorragend, wenn man sieht, dass wir haben in diesem Jahr das 50. Viehzfest. Ja, das goldene Viehzfest, was wir feiern werden. Von daher ein ganz besonderes und ganz besonders, und das ist richtig gesagt, dass wir halt auch immer eine Repräsentantin haben, die unsere Region vertritt als Viehzkönigin. Wir hatten im letzten Jahr eine sehr, sehr gute, wie wir eigentlich immer in den letzten Jahren Glück gehabt haben. Aber ich glaube, Laura hat heute auch bewiesen, dass sie eine würdige Nachfolgerin von Nathalie ist, eine ganz, ganz tolle Auftaktansprache hier gehalten. Und sie wird mit Sicherheit mit ihren beiden Prinzessinnen auch unsere Kreisstadt sehr, sehr gut im nächsten Jahr repräsentieren. Ja, es ist vollbracht. Merzig feiert auch das neue Dreigestirn. Auch die neue Vizkönigin Laura die Zweite, die Jana und die Selina. Laura, es war ein sehr schöner Auftritt, haben die Leute hier gesagt. Ja, das freut mich, dass die Leute das sagen. Ich bin wirklich sehr froh, dass es so gut ankam. Jetzt war ja auch einiges im Vorfeld schon gelaufen. Man musste sich ja bewerben dafür, aber es war sicherlich nicht so schwer für dich, weil du ja schon in dem Dreigestirn warst. War das ein Vorteil für dich? Also aus persönlicher Sicht würde ich sagen, nein, weil ich war viel aufgeregter als alle anderen, weil ich einfach wusste, was in dem Jahr auf einen zukommt und was ich auch verlieren würde, wenn ich es nicht noch ein Jahr machen dürfte. Und deshalb war ich so aufgeregt und habe es mir selbst schwer gemacht. Was können wir denn den jungen Leuten sagen, die sich gerne bewerben für diese Sache? Was muss man denn mitbringen eigentlich? Ja, eine positive Ausstrahlung, Engagement, Herzblut, und dann klappt das. Muss man auch eine Passion für die Region haben? Auf jeden Fall. Heimatverbundenheit sollte vorhanden sein. Und Diana, die ist jetzt ganz neu im Geschäft. Was erwartet man jemand? Was erwartet denn dich hier bei dieser Veranstaltung jetzt oder bei den zukünftigen Veranstaltungen? Es sind ja sicherlich sehr viele, ich glaube über 60 oder was waren es, ja? Ja. Ja, ich erhoffe natürlich, dass wir ganz, ganz tolle Feste zusammen erleben, tolle Erlebnisse halt teilen miteinander und dass wir halt zusammen unsere Region und Merzig und den Viez natürlich vertreten können. Die Selina, man hört ja, dass sie in der Luft immer herumfliegt. Sie ist Flugbegleiterin, ja. Und was hat dich denn bewogen, hier daran teilzunehmen, an dieser schönen Viehzprinzessinnenkür? Ich bin zwar nach Düsseldorf gezogen wegen dem Job, ich bin trotzdem sehr heimatverbunden und immer zu Hause, wenn ich frei habe, wie ich auch gerade frei habe. Und deswegen wegen der Heimatverbundenheit einfach. Und ich dachte so, ja, warum nicht? Ja, das sind gute und positive Erfahrungen. Heute lacht die Sonne, es ist alles sehr schön, die Leute sind sehr gut aufgelegt. Es war ja auch eine schöne Prozedur eben, die Krönung dieser ganzen Prinzessin und mit der Viehzkönigin. Es waren ja sehr viele Leute auch da. Ich hoffe, dass das ein guter Grundstein für euch ist und wünsche euch alles, alles Gute und vor allen Dingen, dass ihr diese Region, diese wunderschöne Region Saarlouis-Lux würdig vertretet und ganz besonders natürlich den Merziger Viehz und die Merzer Region. Dankeschön und alles, alles Gute. Dankeschön. Ja, bei mir Winfried Burg, der Chef des Viehzfestausschusses, er sagte, das macht er gerne. Warum denn eigentlich? Also ich mache das ja fast schon 25 Jahre und es ist eine Tradition, die ich von Ludwig Paulus, von Günter Ahrens und Siegfried Mautes und Arno Zenner übernommen habe. Und ich hoffe, dass ich das die letzten 25 Jahre ein bisschen nach vorne entwickelt habe. Ja, Merzig hat sich natürlich sehr stark nach vorne entwickelt. Das ist ja auch mit, weil dieses Fest heute so glänzend ist und weil das Fest auch heute einen riesen Zuspruch hat. Also wir haben das Jahr, dieses 50. Viehzfest haben wir ja ein bisschen anders gestaltet. Da haben wir uns eine Kreativabteilung dazu geholt, in Form von Jürgen Schreier. Der Jürgen, der ist ja Kultusminister AD und der hat ja unheimlich viele kreative und gute Gedanken. Wir danken und wünschen alles Gute und hoffen, dass das 50-jährige Viehzfest auch so gut abläuft wie heute hier, dieses Fest bei herrlichem Sonnenschein. Dankeschön. Ich danke auch.